Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, niegelnagelneu oder fast neu, und ihr kriegt jetzt den mit 20% Einschlag, aber wir schauen uns den Kühlschrank aus Nähe an und ich sage euch, warum ihr 20% kriegt, ich bezahle die nicht. Es ist ein 96N, 52 cm breit. Ihr findet einen anderen Link, verlinke ich euch, vom gleichen Kühlschrank. Der Kühlschrank ist eben 96N und hier aus der Seriennummer sieht man, dass das ein Kühlschrank ist aus dem April 21. Herstellungsdatum, das ist also richtig alt. Dieser Kühlschrank haben wir zurückbekommen, weil er nicht funktioniert. Und wir haben Kunden einen neuen gegeben. Das kann passieren, dass Kühlschränke bei uns nicht funktionieren. Für das leisten wir Garantie, das ist kein Thema. Und hier wächst der Pilz drin, sage ich mal ganz frech. Dieser Kühlschrank ist neu, ist gelaufen beim Kunden. Wir haben ihn jetzt in der Werkstatt laufen lassen, so dreckig wie er jetzt hier ist. Und er läuft, er kühlt. Der Kunde hat jetzt aber reklamiert, dass sein Kühlschrank den er zum zweiten Mal bekommen hat von uns, auch nicht funktioniert. Auch mit der Anfrage, Spannung messen, ob Stromversorgung da ist und so weiter. Wenn 12 Volt auf der Batterie steht, heißt das noch lange nicht, dass 12 Volt drin sind. Und wenn ihr Telefondrähte verlegt, ich mache euch hier ein Video über Anschließen eines Kühlschranks für Superdumme. Diesen Kühlschrank mit dieser Reniernummer könnt ihr hier mit 20% Abschlag holen. Er ist jetzt 2 Monate alt, in Gebrauch gewesen, wahrscheinlich kurzfristig, relativ schweinisch dreckig. Wir putzen jetzt noch ein bisschen. Und diese 20% verrechnen wir dem Kunden, der den Kühlschrank uns zurückgeschickt hat, weil er nicht funktioniert. Und ihr könnt jetzt davon profitieren. Schreibt mir eine Mail. Der erste, der mir das Mail schreibt, der will diesen Kühlschrank, Video verlinken, kriegt den mit 20% Einschlag. Er läuft, er funktioniert, er bringt die Leistungsdaten, ist kein Thema. Hier verlinke ich euch ein Video über den gleichen Kühlschrank. Hier ein Video, einer ohne Eisfach, und hier ein Video, wie man den Kühlschrank anschließt. Geht zwar um eine Kühlbox, aber im Prinzip ist das dasselbe. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Sommer.